Professor Fig, ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem Versuche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht. Und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne Scrope. Aber ich bin nicht sicher, ob er es mir sagen wird. Er ist den Blacks gegenüber sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige. Einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen Elf wegen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Professor, hätten Sie einen Moment? Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut, ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler... Hat jemand meinen Handspiegel mit Elfenbeingriff gesehen? Nein, natürlich nicht. Ich dachte, ich hätte den Schulleiter gehört. Das nennen Sie glänzende Stiefel? Das geht besser. Professor Black, wie geht es Ihnen, Sir? Mr. Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir, ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was?
Typisch Schüler. Vergeuden immer so viel Zeit. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt es eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. Mit Professor Black stimmt etwas ganz und gar nicht. Professor, auf ein Wort? Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa? Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat Ihnen Vernunft eingebläut. Und Ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund... So ein Unsinn, die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Manchmal sind Sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Ich würde meinen, Sie hätten etwas Besseres zu tun. Wo ist denn nur mein Elf? Guten Tag, Professor. Und ich habe Scrob in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Gut, ab zur großen Halle. Ihn als Schul- Kauen mit offenem Mund? Wo sind Ihre Manieren? Hierher. Miss Broom, auf ein Wort. Professor, das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet, Broom? Die ZAGs rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom. Und Sie werden so unsichtbar wie dieser neue Fünftklässler. Er ist nicht unsichtbar, Sir. Hab ihn bei der Bibliothek gesehen. Hat mir sogar mit meinen... schweren Büchern geholfen. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Mit dem Schulleiter scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ich dachte, mit dem können wir auch quatschen. Fast täglich frage ich mich, warum ich die Ernennung durch das Ministerium annahm. Professor, ich muss Sie wirklich sprechen. Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weasley. Schön, Sie zu sehen. Sir? Da Sie schon mal da sind, könnten wir uns über Professor Fig unterhalten? Oh. Also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Das ist mir klar. Und ich möchte, dass es dabei bleibt. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der 5. Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte. Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, nein, nein. Das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke. Aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Wunderbare Arbeit. Spielraum für Professor Fig? Nein, müssen wir jetzt eine Ansprache halten. Zeit verschaffen. Das
Scorp arbeitet so hart wie jeder andere Hauself auch. Achtung, Schüler! Hiermit verfüge ich, dass die große Halle fortan mit den beeindruckenden Bannern von Slytherin geschmückt wird. Ich beantworte derzeit keine Fragen. Oder überhaupt jemals. Geil. Scroll! Ja, ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Grobe schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrope bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja, natürlich. Der Meister erinnert sich doch sicher? Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scropes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut. Toujours pur. Da wäre noch etwas, Scrope. Ich habe dieses schmutzige Tagebuch von einer Schülerin konfisziert. Riecht nach Salzwasser. Oh, Apollonias Tagebuch. Welche Überraschung, Meister. Was soll Scrope mit diesem Schatz, Müll, anstellen? Was immer du willst, Scrope. Behalte diesen Schatz ruhig. Und jetzt ab mit dir. Oh. Der Vielsafttrank lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Oh. Oh, oh. Wir müssen darauf. So, gleich sind wir da und dann sind wir hoffentlich wieder wir selbst. Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Oh. Fick hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Hallo, Homo.